Hallo Monika. Ja, hallo. Noch so spät am Arbeiten? Ja. Ja. Und was sehe ich da? Du verpackst ein Bild? Ja, ich mache die Verpackung von diesem Bild. Ja, wie Sie sehen, ich bin gerade dabei, habe schon angefangen. Und mache ich. Ja, warum? Ist das Bild, beteiligst du dich an einer Ausstellung oder wofür ist das? Es gibt doch gar keine Ausstellung jetzt, ne? Während des Covid. Nein, das ist keine Ausstellung. Ich habe diesen Bild verkauft und deshalb muss ich dann verpacken und das wird am Montag mit den Speditionen wird das abgeholt. Mhm. Und wer hat das denn gekauft, wo doch die ganzen Galerien zu sind jetzt? Ja, ich arbeite mit zwei Kunstplattformen. Und ein Kunstsammler in Deutschland hat sich für dieses Bild entschieden. Ja. Gut, und dann, wann wird es denn verschickt? Ja, wahrscheinlich am Montag. Ich muss Bescheid sagen, wenn ich das natürlich alles fertig habe. Wie viel wiegt das und so, die Massen und so muss ich abgeben. Und dann wird das wahrscheinlich am Montag abgeholt. Aber das ist wahrscheinlich kein Problem, die Verpackung. Ne? Du hast doch nicht eine Erfahrung, oder? Ja, ja, kann man sagen. Ja, also ich habe viele Ausstellungen im Ausland gemacht, ne? Und was weiß ich, ich habe auch Bilder immer geschickt nach Guatemala, nach Honduras, nach El Salvador und auch in Uruguay habe ich ausgestellt. Und da muss man dann lernen, wie man ein Bild verpacken muss, sodass das also richtig ankommt, dass nichts passiert, ne? Man muss das schützen, im Fall Wasser gibt und so, viele Dinge. Ne? Manchmal mache ich das einfach so. Jetzt geht das so, weil das wird in Deutschland, ne, versendet. Aber manchmal wird das in eine Tube gemacht. Ne? Jetzt also mit Keilrahmen und alles, das ist doch prima, geht das super. Und das wird jetzt in Deutschland geschickt. Ne? Und mit den Materialien, die du da verwendest, ist das schwierig, die zu bekommen, jetzt wo alle Geschäfte zu sind? Ja, also ich muss sagen, normalerweise natürlich ist es nicht schwierig, weil es gibt so bestimmte Laden, die auch Materialien für Künstler verkaufen oder Läden, die auch Verpackungsmaterial verkaufen. Aber das Problem ist, dass alle hier zu haben und das Online-Shop funktioniert manchmal nicht so gut. Ne? Ich habe bei verschiedenen Webseiten angeschaut und das war nicht so einfach. Aber endlich habe ich das geschafft. Da gab es so einen kleinen Laden in Kreuzberg und da habe ich das gekauft. Und das ist schon super. Gut, dann will ich dich mal arbeiten lassen. Ja. Du hast das ja wahrscheinlich schnell fertig, oder? Wie lange brauchst du noch? 15 Minuten oder 3 Stunden? Guck mal, muss ich erstmal das machen? Und das sind bestimmt 3 oder 4 Lagen. Und dann kommt diese Wellpappe und dann kommt endlich am Ende den Karton. Oh, ich würde so sagen, naja, ich brauche das heute nicht zu fertig zu haben, kann ich morgen weitermachen, wenn ich nicht fertig bin, nicht wahr? Naja, dann will ich auch nicht weiter stören, damit du noch was schaffen kannst. Mhm. Und naja, ich gucke nachher noch mal vorbei und dann mache ich noch ein paar Fotos davon. Ja, bitte, kannst du kontrollieren. Ja, das ist notwendig. Das ist, was dir gefällt, immer zu kontrollieren. Ja, das muss man, du weißt. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser.